begrüße euch recht herzlich, liebe Freunde der Homöopathie und der Tierhomöopathie. Im Eingangsbild siehst du den Kämpferkater. Hast du auch so einen? Es geht nämlich weiter heute mit den Verletzungsmitteln, die wir genau für diese Situationen häufig brauchen können. Und ich habe dir ja, ich glaube beim vorletzten Mal schon, die Verletzungsmittel der Korbblütler, wie jetzt Arnika, Calendula und so weiter, vorgestellt. Und heute geht es weiter mit weiteren Arzneimittelbildern. Fangen wir doch am besten gleich mal an. Wenn du diesen Kämpferkater zu Hause hast, dann wird der öfter mal Bissverletzungen davontragen und oder zerrissene Ohren oder die Bissverletzung ist schon 2 bis 3 Tage alt, dann kommt es ja meistens zur Abszessbildung und all das kannst du wunderbar selbst behandeln, beziehungsweise wenn du weißt wie, dann kannst du das Tier wunderbar unterstützen und du musst nicht gleich jedes Mal Antibiotika, Antibiotika, Antibiotika geben, sondern das lässt sich eigentlich recht gut eigenverantwortlich behandeln, wenn du weißt wie. Fangen wir doch mal an mit den Bissverletzungen. Die erste Arzneipflanze, die mir da in den Sinn kommt und die ich wirklich bei den Tieren auch sehr häufig brauche, vor allem bei Katzen und Kleintieren, das ist Ledum, der Sumpfporst. Und Ledum, mit Ledum hat es Folgendes auf sich. Stell dir vor, die Katze oder ein Marder oder irgendein Raubtier, Katze gehört eigentlich auch zu den Raubtieren, ja, zu den Tigern, manche mehr, manche weniger, hinterlassen ja bei den Bissen mit ihren Reißzähnen oben und unten meist ein Loch im Gegenüber. Also wenn du genau guckst, da ist ein Löchlein, findest du meistens auch auf der Gegenseite, je nach Größe des Raubtiers, einen Gegenbiss. Ja? Also meistens hast du 2 kleine Löcher und da ist jetzt schon das Problem. Die können auch natürlich sehr tief gehen, sehr schmerzhaft sein, aber durch das, dass sie relativ kleine Löcher sind, heilen sie oberflächlich schnell wieder zu und dann arbeiten die Keime in der Tiefe so richtig vor sich hin. Du weißt wahrscheinlich, Zähne sind nie besonders sauber. Am schmutzigsten, bakterienbehaftetsten sollen übrigens Menschenbisse sein. Soll auch vorkommen. Menschen, die sich beißen oder gebissen werden. Aber bleiben wir doch mal bei den Tierbissen. Also das brauche ich sehr häufig wirklich bei der Behandlung von Tieren. Und wenn jetzt eben oberflächlich so eine Bissverletzung zuheilt, dann rumort so richtig diese Keime in der Tiefe und nach 2 bis 3 Tagen bildet sich eben oft ein Abszess. Wenn du bei den Mineralien aufgepasst hast, Silicea zum Beispiel ist eine wichtige Arznei für die Eitermittel. Ich kann die auch nochmal vielleicht alle zusammen machen, die Eitermittel. Und vielleicht interessiert dich das ja auch. Der Biss an sich selbst, die Ursache für die Akutbehandlung, da brauchen wir als Ledum Ursache dieser Entzündung, Schmerzen, ist also die Bissverletzung ein kleines tiefgehendes Loch und meistens verschließt sich das sehr schnell wieder und es wird auch gar nicht viel abgesondert, weder Blut noch Wundsekret, sondern es macht eben schnell zu und das ist genau das Problem bei Ledum, weil dann bei jenen Tieren, zum Beispiel das Pferd, was auch Tetanus gefährdet ist, da können diese Keime unter Luftabschluss, also wenn oberflächlich die Bissverletzung wieder geschlossen ist, sich weiterentwickeln, die brauchen also keine Luft und können dann an den Nerven entlang wandern und dann kommt es manchmal, Gott sei Dank ja nicht so häufig, zur Tetanuserkrankung. Drum ist man ja auch bei den Menschen immer hinterher mit diesen die Tetanus-Spritzen zu geben. Meistens sind wir alle wirklich überimpft. Also ich kann mich noch daran erinnern, die Zeit, wo ich viel hauptberuflich mit Pferden gearbeitet habe und auch die Zeit davor. Ich hatte schon einige Verletzungen. Ja? Sei es jetzt beim Hufschmied, das sogenannte Vernageln. Ja, da passiert es ja auch, dass ein Loch, also in dem Fall mit dem Nagel, in das lebendige Gewebe im Huf eindringt und dann kommt es eben da auch oft zu Hufabszessen oder irgendwelchen Huflederhautentzündungen und so weiter.
Da ist auch also Ledum erstmal das Mittel der Wahl. Gibt es Folgeschäden wie eben nach Tagen dann ein Abszess, eine Eiterung, dann sind andere Mittel zuständig. Ich habe euch in meinem Minikurs Entzündungen für Mensch und Tier, das es bei mir als Dankeschön gibt für deine Newsletter-Anmeldung, da habe ich dir so eine Entzündungspyramide aufgezeichnet und da sind auch Eitelmittel, das ist schön. Eitermittel, kurz zusammengefasst, das wird weiterhelfen. Heute geht es ja mal um die pflanzlichen Arzneien, Ledum, wie gesagt, der Sumpfpost als erste Hilfe für die Ursache Bissverletzung. Ja, was gibt es denn noch für kleine punktuelle Verletzungen, die schnell zuheilen, wenig absondern? Also der Nagel tritt beim Pferd oder auch beim Mensch, wenn du dir einen rostigen Nagel in die Hand bohrst, sowas kommt einfach mal vor, auch wenn man viel körperlich arbeitet, dann kann Ledum da wirklich eine große Hilfe sein. Oder ich habe mir mal zum Beispiel bei der Gartenarbeit einen Rosendorn in die Hand gerammt, der blieb richtig stecken, ist ja nicht weiter schlimm, ist ja nur eine ganz kleine Fläche, aber am Abend hat mir der ganze Arm wehgetan. Und ja, Ledum war da das Mittel der Wahl. Das war dann innerhalb von 10 Minuten, war der Schmerz wieder völlig, hat sich das auch wieder lokalisiert auf die Hand, also nach vorne, weg vom Arm, vom Unterarm, bis hin zu diesem Punkt, wo die Ursache war, dann war das Ganze vorbei. Was häufig dann auch passiert mit Ledum ist, dass dann die Absonderung nachgeholt wird, das Wundsekret oder vielleicht die Blutung, die dann die eigentlich gefehlt hat, um ja auch Keime wieder auszuschwemmen. Das ist ja auch von der Natur eigentlich so gedacht, dass Wunden, die eher großflächiger sind, die stark bluten, da braucht ihr niemals Angst haben vor Tetanus. Bei Hund und Katze, die sind da sowieso nicht empfänglich, aber eben der Mensch und zum Beispiel auch das Pferd. Also solche Verletzungen am besten immer, ob ihr sie jetzt spült oder nicht, ob ihr noch lokal mit Calendula-Tinktur, mit Propolis, wie auch immer arbeitet, lasst dieses kleine Loch möglichst offen, dass Keime ausgeschwemmt werden können. Das ist also wirklich eine sehr, sehr hilfreiche Arznei, Ledum, der Sumpfpost. Habe ich öfter gebraucht in letzter Zeit. Viele Bisse sind gerade unterwegs, Tiere sind auch oft aggressiv, nicht nur wir Menschen, sondern auch die Tiere sind ja dem ganzen Umfeld ausgesetzt und da kommt es eben häufig zu solchen Reibereien. Genau. Schauen wir uns doch mal diese Kämpferkatze noch an. Ja, was kann die noch an? Der Schwanz ist eingebunden. Ja, das könnte jetzt natürlich auch eine Bissverletzung gewesen sein, aber es könnte ja auch eine Verletzung am Wirbel oder am Bein oder so etwas sein. Gehen wir doch mal dahin mit den Mitteln. Ein Mittel kennt ihr schon und das wird ja wirklich sehr häufig gegeben von euch. Arnika, der Bergwohlverleih, ist ja das erste Mittel für ein stumpfes Trauma. Was da oft anschließt und ganz ähnlich von den, wie wir es nennen, Modalitäten, also was den Zustand bessert und verschlechtert, ähnlich wie Arnika, ist Rutar. Und vor allem dann, wenn die Verletzung des Bandapparates, ja, also die Gelenke, jenes Bindegewebe, was die Gelenke an Ort und Stelle halten soll, gerade bei Drehbewegungen sowas, also das Tier rutscht aus, zerrt sich etwas an den Kniebändern oder Tier bleibt im Loch stecken, hatte ich auch schon, reißt sich die Bänder ab. Solche Geschichten, da ist also Ruta Graviolens, die Weinraute, ganz, ganz wichtig. Und es hat einen, ja, das Band selber hat ja keine Nerven. Das heißt, das Band selber tut nicht weh, sondern da eben in Gelenknähe, ja, wo auch Bänder dann in Kontakt sind mit den Gelenken, da tut es dann meistens richtig weh, wenn solche Bänder ausreißen an der Knochenhaut des Gelenks. Und da sind wir gleich beim dritten Mittel. Wir haben heute eine ganze Menge. Drum mache ich das etwas schneller, weil ich diese, ja, das sind nicht alles dieselben Mittel derselben Pflanzenfamilie, aber eben für dasselbe
Thema zuständig und da gibt es doch eine ganze Menge und die würde ich heute in diesem Audio gerne eben fertig bekommen. Also von Ruta haben wir gesagt, Knochenhau, da fällt mir natürlich sofort ein, Symphytum, der Beinwell, kennen viele von euch? Ja, und da geht es eben auch nicht nur um Knochen selber, um das innere Gerüst des Knochens, wie bei Frakturen, da habt ihr das vielleicht schon gehört, sondern auch die Knochenhaut, gerade bei den Pferden, wo es dann durch die Schlagverletzung, wenn der andere Eisen hat oder junge Pferde raufen, gibt es ja sehr schnell diese Überbeine. Und ich benutze also gerne eine Beinwellsalbe, diese. Und eben innerlich die Symphytum Globuli. Natürlich hat Symphytum noch einen weiteren Bereich, überhaupt eben der gesamte Knochenbereich, chronische Knochenerkrankungen, Knochentumoren und so weiter. Aber das werdet ihr als Tierhalter selten selbst behandeln und darum beschränke ich mich jetzt mal hier in diesem Audio auf die Knochenhautthemen. Symphytum der Beinwell. Ich habe ja übrigens unten in der Audiobeschreibung nochmal diese Mittel alle aufgelistet, wenn ihr genau sehen wollt, wie heißt das, wie schreibt sich das und dann könnt ihr das da nochmal nachlesen. Nach Symphytum schauen wir doch mal, wenn wir bei den Pferdebeinen vor allem auch bleiben, Rustox, der Giftzumach. Viele von euch schon bekannt und schon angewendet. Rustox ist ganz, ganz wichtig bei den Pferden, natürlich auch bei anderen Tieren, aber für Pferdebeine wirklich besonders wichtig. Und zwar merkt euch das, auch wenn ihr alles andere wieder vergesst, aber merkt euch Rustox, das sind Lahmheiten. Egal jetzt ob Hund oder Pferd, ich brauche es halt fürs Pferd besonders häufig, die sich einlaufen, die also anfangs eher steif sind, die ersten Schritte sehr mühsam sind und das Tier sich aber einläuft, wenn es sich weiter vorwärts bewegt. Das ist ein ganz wichtiges Leitsymptom von Rustox. Wenn das nicht da ist, brauchst du das nicht geben, dann ist keine Resonanz wahrscheinlich da. Genauso beim Hund. Eine Lahmheit, vielleicht unbestimmter Ursache. Wir wissen es ja nicht wirklich immer. Und wir wissen auch nicht immer, was dem Pferd passiert ist auf der Weide. Ich sehe keine Verletzung, ich sehe kein Biss, nichts. Egal. Die Lahmheit läuft sich langsam ein, wird dann besser und wird erst wieder schlechter, wenn das Tier sich überanstrengt. Also stelle vor, du hast diese Lahmheit nicht bemerkt, das Tier steht nur auf dem Stall, es läuft sich ein, du reitest dann ja relativ, machst einen anstrengenden Ritt und dann wird es auch wieder schlimmer, also schlimmer in Ruhe und bei Überanstrengung, aber für leichte, fortgesetzte Bewegung, da bessert sich der Zustand erstmal. Das ist das Allerwichtigste für Rustox. Und da ist es komplementär, das ist jetzt nämlich interessant, zum nächsten Mittel, Brionia, der Zaunrübe. Brionia und Rustox werden häufig nacheinander gegeben, meistens zuerst Brionia, dann Rustox, obwohl sie gegensätzliche Modalitäten haben, ergänzen sie sich trotzdem in Folge. Also natürlich werden sie nie zusammengegeben, aber in Folge ergänzen sie sich sehr gut. Und wenn ich jetzt an Prionia, die Zaunrübe, denke, das ist eben im Gegensatz zu Rustox, das könnt ihr euch auch merken, eben Lahmheiten, die sich nicht einlaufen, sondern jeglichste geringste Bewegung wird ganz, ganz ungern ausgeführt. Hatte ich erst heute Morgen wieder am Telefon eine Pferdehalterin, die sagt, ja, ich habe ihn dann gezwungen, dass er sich, aber es war ganz, ganz furchtbar steif und er wollte sie eigentlich überhaupt gar keinen Schritt machen. Das ist Prionia. Und es läuft sich also nicht ein. Das Tier will sich gar nicht bewegen, möchte in Ruhe gelassen werden. Und ja, bei Prionia, da kann ich euch jetzt noch mal so ein bisschen diese Funktionsweise der Homöopathie insgesamt nahebringen. Denn was ich ja heute erzähle, da geht es natürlich viel um sogenannte bewährte Indikationen. Und das kennt ihr von so Rezeptbüchern, man nehme bei. Und gerade bei Brionia fällt mir jetzt ein schönes Beispiel ein. Also das kann eben sowohl
das akute Zustandsbild sein, einer Lahmheit beim Tier, sei es jetzt durch eine Verletzung, Gelenk angeschlagen, ganz scheußlich, Pferd will sich überhaupt nicht bewegen, ja, als Leitsymptom, will auch in Ruhe gelassen werden. Aber es kann genauso für eine akute, ganz andere Ecke jetzt, wo wir eben meinen, das hat doch gar nichts miteinander zu tun. Nein, aber die Modalität ist dasselbe. Bei einer hochakuten Lungenentzündung, ihr müsst euch ja vorstellen, wenn ich atme oder das Tier atmet, geht ja, bewegt sich ja der Rippenbogen, es findet, auch wenn es nur sehr wenig Bewegung ist, aber beim Atmen findet Bewegung statt. Und das ist auch bei einer akuten Lungenentzündung zum Beispiel, wenn ihr jemals zu so etwas hinkommt, ganz, ganz schwierig. Und darum kann Prion ja sowohl ein hilfreiches Mittel sein, sei es durch Verletzung des Bewegungsapparates, keinerlei Bewegung ist ausführbar oder ist angenehm, sagen wir es mal so, aber eben auch akute Lungenentzündung. Die geringste Bewegung verschlechtert den Zustand und ist furchtbar schmerzhaft. Also das könnte ja zum Beispiel sein, dass du, ich möchte euch ja immer mehr so ein bisschen wegbringen von diesem man nehme bei oder dem linearen Denken, sondern ihr müsst in ganzen Bildern denken und die Homöopathie ist da eine schöne Möglichkeit, finde ich, das zu lernen, weil ich frage, in welchem Zustand befindet sich das kranke Tier und nicht, welchen Krankheitsnamen, welches Etikett hat das Tier. Natürlich gibt es bestimmte Arzneien, wie gesagt, bewährte Indikationen oder wenn ich jetzt sage, ich brauche sehr, sehr häufig für die Pferdebeine Rostox für Lahmheitszustände, aber die Modalitäten müssen eben stimmen. Also Brionia, die Zaunrübe, mag sich überhaupt nicht bewegen. Beispiel wäre zum Beispiel bei Menschen, wo so etwas ist, der mag sich überhaupt nicht bewegen, der ist grantig, der will seine Ruhe haben. So ein akuter Gichtanfall, ja. Fuß wird hochgelegt, der große Zeh ist knallerot, tut richtig, richtig weh. Und bitte, derjenige, der Betroffene, möchte überhaupt gar keine Bewegung. Und ja, das wäre zum Beispiel auch dieses Bild. Also merkt euch, die klitzekleinste Bewegung tut sehr weh. Und ein weiteres Leitsymptom, vielleicht habt ihr das schon gelesen, aber ich finde es immer auch wichtig, das zu verstehen. Wo kommt denn das her? Und zwar ist es bei Prionia, liegen auf der betroffenen Seite besser den Zustand. So, wo kommt jetzt das her? Überleg mal, wenn das Tier, der Hund oder das Pferd, ein verletztes Bein, ein verletztes, eine Gelenke, irgendwie eine Verletzung hat, dann möchte es also Ruhe haben, das Bein überhaupt nicht bewegen. Ich lege mich also auf das Bein, dann ist eine Ruhigstellung gewährleistet. Früher habe ich es auch öfter mal im Kuhstall gebraucht. Das Tier liegt vielleicht schon fest, liegt wirklich auf diesem Bein drauf und bewegt sich kein Millimeter, es mag auch nicht aufstehen und merkte, das ist ein Leitsymptom von Brionia. Ich erzähle ja ganz gerne auch ein bisschen Geschichten, das kommt jetzt heute irgendwie zu kurz, aber eben fällt mir etwas ein Bild, wie ich das auch so gelernt habe, das finde ich so schön. Brionia mag gar keine Bewegung. Du kennst bestimmt die sogenannten, wir sagen in Bayern, Fenstergucker. Eine Person, meistens schon etwas älter, vielleicht auch etwas beleibter, sitzt am offenen Fenster mit so einem Kissen als Polster. Manchmal sitzt eine ebenso dicke Katze daneben und die Person schaut einfach, was findet da unten so statt und nimmt es so in sich auf, muss sich aber dabei selbst überhaupt gar nicht bewegen, sondern sie beobachten nur. Das ist so ein schönes Bild, finde ich, für Brionia. Die Fenstergucker. Schauen wir noch zum nächsten Mittel, was ich auch wirklich häufig brauche, sei es einfach nur um Schmerzen zu mildern oder eben wirklich um Nervenschmerzen zu lindern. Das ist genau Hypericum Johanniskraut. Geerntet wird es ja im Sommer, 20., 21. Juni zur Hochzeit der Heilwirkung.
was sich ja auch die Phytotherapie zugunste macht, also die Heilpflanzenkunde, wo Tinkturen hergestellt werden, Kräutertee, Johanniskraut, ihr kennt das als sogenanntes Rotöl und ich verwende es wirklich auch gerne für Verletzungen, wo die Nervenenden nahe unter der Oberfläche liegen. Stell dir vor, eine Brandverletzung, ja, die tut ja wahnsinnig weh. Warum? Weil die Oberfläche ist verletzt, verbrannt und gleich darunter, unter der Haut, im Unterhautgewebe, das ist ja sehr nervenreich. Die Nervenenden, ja, kommen dahin und da ist Hypericum wirklich ein ganz, ganz wirksames Mittel. Bis hin natürlich wird euch jetzt selbst weniger häufig begegnen, sind die wirklich schweren Nerven, degenerative Nervenerkrankungen bei dem Tier, vor allem beim Hund, beim Pferd gibt es da ja zahlreiche. Bei der Katze übrigens nicht so häufig, weil das Tier, ich glaube, wenn ich jetzt nichts Falsches sage, dann schreibt es mir bitte in die Kommentare. Ich glaube, ein Tier hat fünfmal mehr, eine Katze hat fünfmal mehr Muskeln als der Mensch. Es kann also sehr viel ausgleichen. Aber trotzdem gibt es also bei Hund und Pferd ja viele degenerative Nervenerkrankungen bis hin natürlich zu Unfällen, wo das Rückgrat verletzt ist. Auch das ist der Hauptwirkungsort für Hypericum homöopathisch, dann natürlich in sehr hohen Dosen. Habe ich alles schon erlebt bei Menschen, die im Rollstuhl sitzen. Und zum Beispiel, wenn jemand vom Pferd fällt, ja, aufs Steißbein, bricht sich das Steißbein oder staucht sich ganz schrecklich die Wirbelsäule, das erste Mittel der Wahl, Hypericum, so hoch dosiert wie möglich. Überhaupt kein Problem im Zusammenhang mit der schulmedizinischen Behandlung. Du kannst es gut parallel dazu geben. Hypericum hilft, die starken Schmerzen, wenn es an Stellen, die Verletzung an Stellen auftritt, wo eben die Nerven sehr nahe unter der Oberfläche sind, also bei Brandwunden, bei Gesichtsverletzungen, Lippen, Körperenden, Ohren, Pfoten, Finger, sowas, alles überall, wo eben die Nervenenden nahe unter der Oberfläche sind. Da kann also Hypericum wirklich ganz, ganz, ganz toll helfen und vielleicht heißt es deswegen auch das homöopathische Wundermittel. Eins fällt mir noch ein zu Hypericum und zwar Quetschverletzungen. Der Klassiker sind Kinderfinger in Autofenstern. Ja, also auch wieder Körperenden stark mit Nerven versorgt. Sehr, sehr schmerzhafte Quetschwunden. Jetzt fragst du dich vielleicht, ja, das hört sich ja alles toll an. Was kann ich denn nun alles selber behandeln? Wann muss ich zum Tierarzt? Selbstverständlich behandelst du dein Tier eigenverantwortlich und ich muss es dir, deine Entscheidung überlassen, was du dir zutraust und was du auch gelernt hast. Du hast vielleicht zu Hause eine homöopathische Hausapotheke. Hilfreich kann zum Beispiel auch sein, ein kleiner Kurs zum Selbstlernen, was du auf meiner Kursseite findest. Das verlinke ich dir auch in der Beschreibung. Oder ich komme auch gerne mal zu dir in deine Hundegruppe, in deinen Stall und wir können ein Wochenende lang diese ganzen Akutmittel, sei es jetzt für Verdauungsstörungen, für Fieber, für Unfälle, für Verletzungen, für Vergiftung und so weiter, besprechen und dann lernst du natürlich auch, wie du das dosierst, weil das ist ganz schwierig, jetzt so auf die Kürze immer zu sagen, wie gebe ich das? Denn es kommt auf so viel, es kommt darauf an, was die Arznei für eine Qualität hat. Es kommt auf die Lebenskraft drauf an, wie alt ist das Tier. Das alles kannst du aber wirklich lernen und sehr viel selbst akut behandeln. Ich spreche jetzt hier nur von Akutbehandlungen. In anderen Situationen, viele, die sich mit Homöopathie schon länger beschäftigen, denen ist es klar, eigene chronische Störungen, Erkrankungen oder die deiner Familienmitglieder oder auch deiner Haustiere. Für mich ist ja das Haustier ganz genauso ein Familienmitglied wie ein Partner oder ein Kind auch. Ist ganz schwierig selbst zu behandeln. Für Akutfälle, ja, selbstverständlich, gerade Verletzungen ist da so ein ganz weites Gebiet, wo du sehr viel tun kannst und nicht immer gleich in die Tierklinik rennen musst, weil das ist ja heute auch
nicht mehr so einfach bezahlbar. Wenn du gelernt hast, was und wie, kannst du wirklich selbst sehr, sehr viel tun. Und dazu möchte ich auch dich mit diesen Audios einladen. Wie gesagt, in der Beschreibung verlinke ich euch zu Kursen oder vielleicht hast du ja Lust, sowas selber mal zu organisieren. Dann komme ich gerne in eure Gruppe. Für heute mag es das gewesen sein. Ich glaube, wir haben die wichtigsten Verletzungsmittel für akute Verletzungen beim Tier besprochen in aller Kürze. Wenn ich eins vergessen habe, dann lass es mich wissen in den Kommentaren und auch wenn du Fragen dazu hast. Ansonsten sehen wir uns, nein, sehen wir uns nicht. Wir hören uns wieder nächste Woche. Ich denke, ich stelle euch nächste Woche weitere Pflanzen vor, die für die Akutbehandlung von Schock- und Schrecksituationen für Tiere geeignet sind. Eins kennt ihr schon, Stramonium. Über das habe ich bei den Nachtschatten gesprochen. Aber zum Beispiel Opium, Akonit und sicher fällt mir noch anderes dazu ein. Das, glaube ich, möchte ich euch nächste Woche vorstellen. Wenn du es noch nicht getan hast, freue ich mich, wenn du den Kanal abonnierst, dem Ganzen einen Daumen hoch gibst und dann hören wir uns nächste Woche. Ich wünsche dir eine schöne Zeit. Bis dahin. Tschüss.